Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte auf dem Marsch. Wir machen jetzt weiter. Wir fahren jetzt zum BGH und holen die Fräse und den einen Anhänger, den gelben, und dann werden wir den Mist zur BGH fahren von der Kühe. Den können wir noch gut verwerten. Und dann schauen wir mal. Aktuell laufen noch zwei Missionen auf den Feldern 5 und 6. Die 7 will auch noch gemacht werden. Da warte ich bald die erste Meldung, dass einer fertig ist. Na, da ist schon der gelbe und da hinten ist die Fräse. Die war so, als wenn hier mal was gewesen ist. Silage. Ja, über Fenster auch machen, das ist eh warm, ne? Wenn man auch ein Fett nehmen kann, dann bin ich stärker. Aber es geht schon. Ja, mal was gucken, was die Silage macht jetzt hier. Beziehungsweise Gras. Ja, noch 7 Stunden. Das heißt, wir haben jetzt 10.40 Uhr. Wir können auch theoretisch auf 5 gehen. Geschwindigkeit. Obwohl das nachts eigentlich tagsüber auf 1 kann. Auf 1 Sinn macht, aber ist ja nichts so eilig zurzeit. Ist ja nichts reif in dem Sinne. Und ich persönlich glaube auch nicht, dass er damit reif wird. Ist eher unwahrscheinlich. Ich habe 80% kaum benutzt. Ja, Unkraut wächst, volle Kraft. Oh, Fallschirm ist fertig. Da müssen wir gleich hinspringen. Der macht ja weiter. Das wäre ja Quatsch. Warum soll er das machen, ne? Gehen wir gleich auf Feld. Nummer 7. Da ist keine Brücke. Da können wir gleich den Atemkurs löschen. Sonst meistens mache ich einen Fehler und er fährt zurück. Feld Nummer 7, da das rechts. Kartoffel sieht aus hier. Wenn eher Frostkartoffeln wären. So. Jetzt geht mit Laden wieder. Hat er wurde in Cage geladen. So, wo haben wir denn jetzt hier den? Da. Den wir deswegen davor und letzte Folge ein bisschen gesponnen mit der Laden und so, Menü und so. Muss ich nächstes Mal wieder vorher machen, dass es ein sich einstellt. Ja. Entschuldigung. Ja. Yep.
Das macht sich. Oh, schöner Berg hier. Oh, da muss man nach vorne gehen, ne? Und Ahmed Jung, lauf. Ruckzuck wird er voll. Prost. So schnell kriegst du gar nicht weg. Mit der Radlader. Rückt doch noch. Oder geht nicht mehr rauf, weil er wahrscheinlich vorne mitzählt. Ja, muss ja. So, dann fahren wir jetzt zur BGH. Mal sehen, ob da das anzeigt, ob wir da was reinkriegen. Müsste eigentlich. Das können wir jedenfalls heute noch abrechnen. Silageball dauert noch ein bisschen. Gegen 18 Uhr ungefähr werden die ersten rausstellen können. Nicht so wichtig. Und die BGH haben schon ein bisschen Geld. Kann auch eine Million bringen, ne? Dann können wir ja mit einem guten Polster starten. Und nicht zu vergessen, wir haben noch eine Ernte zu verkaufen. Ist zwar nicht viel, Gerste und Weizen. Aber wir haben immerhin was. Das sieht aus, wenn da jetzt die Lage liegen würde noch. Am Start von Season war das irgendwie weg. Und das zeigt ja nicht an. Er zeigt auch nicht an, ob das überhaupt abgekippt werden kann. Nur anders probieren. Normalerweise zeigt er ja automatisch an, wo er abkippen könnte. Also das Symbol kommt dann. Wüsste man es. Ah ja, doch. Aber rein geht nichts. Gut. So, jetzt vorne nichts drin. Gut, dann fahren wir mal aus und das holen. Müssen wir einen LKW noch hinstellen daneben. Aber ein LKW ist weit weg. Den großen könnte man nehmen, 100.000. Wir können die eine Dingo-Mission abschließen. Ein bisschen Geld kassieren.
Feld 6 auch gleich fertig. So, haben wir noch irgendeine Mission? Außer Ballen pressen? Nee. Oh, die Richtung fahren wir. Ab 12. Naja, dauert ganz lange bis. Ey, schon ganz schön kalt hier, noch kurze Höschen. Ja, mein schönen Hopfen. Das war nix. Raps genauso wenig, das ist auch nix. Ups. Mehr gleich. So. Müssen wir natürlich verkaufen normalerweise. Aber den Detail machen wir nicht. Müssen wir irgendwie, ja, ein Silo reinfahren und dann einen Kipper abhängen, kippen und verkaufen irgendwo. Irgendwo kann man Dünger verkaufen. Ich glaube hier Dünger, Saatgut, Silage, die Gärtnerei, Witz. Gärrest habe ich genug drin. Wo kann man das verkaufen? Klärwerk. Muss man ein Rohr legen, Schlauch. Wartenschutz und Dünger. Papier. Kompost, Tabak. Pflanzenschutz, Kalk. Dünger. Hafen oder Reifeisen. Na, wenn wir Langeweile haben sollten, macht mal. Na, jetzt fahren wir erstmal das Ding zum Hof. Stellen das mal ab. Vielleicht kommen ein paar Missionen noch, aber denken wir nicht. Oh. Laternenfall, Fall für die Versicherung. Vollkasko, ne? Natürlich. Ha. Steht der andere. Pause hier, wa? Oh, mein schöner Hopfen. Das wird nix. Wir fahren mal alle Fahrzeuge vom Hof, das ist ja nix. Könnt ihr auch im Dunkelwasser kaufen.
So, da oben stürmen wir oben hin. Hat das noch Hall genug? Noch Kalk. Ich habe Kalk abgefüllt, ja, auch nicht schlecht. Steht alles rum. Ja, die Post ist da. Der hat schon ein bisschen mehr Schaden, aber gut, was soll's. Das können wir ja im Winter machen mit Schneefeld, ne? Na, zu Hause? Na, kann ja so sehen. Aber Auto ist da. Oder machen sie beide einen Ausflug? Ein Auto. Geht auch. So, den nächsten. Ja, Hafer, ja, gut. War ja mal geplant, ne? Hafer, naja, gut. Kommt doch ein bisschen schneller, wie ich dachte. Denn gut, den Winter werden wir schön vorwärts machen, also Geschwindigkeit erhöhen. Der Hauptsache Lohnzahlung. Da kaufen wir noch was. Aber jetzt aktuell, das heben wir zum Schluss auf. Stellen wir hier vorne hin. Das passt schon. Was haben wir eigentlich für Preise eigentlich? So, Weizen und Gerste haben wir ganz gut. Gut in Anführungszeichen. Aber Raps, na, den Rest. Futter haben wir noch genug. Silage noch 90.000. Gras, Heu, Stroh, Gärreste, ja. Haben wir noch was zu stehen? Da steht nichts mehr rum. Das ist der LKW, den werden wir da hinten stehen lassen. Müssen wir mal gucken. Ob das auch entsprechend sich rentieren würde, das umzuladen. Aber ich glaube, es lohnt sich nicht, das ist meistens doch gemischt daher. So, liebe Freunde der Stadt, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid mal Tschüss und Winke Winke. Ciao, ciao. Vielleicht sehen wir uns morgen wieder. Ciao.